Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland setzt die Großoffensive im Osten der Ukraine fort. In seiner Videobotschaft sagte Präsident Selenskyj in der Nacht, fast der gesamte kampfbereite Teil der russischen Armee konzentriere sich mittlerweile auf dem Territorium der Ukraine und in den Grenzgebieten Russlands. In der belagerten Hafenstadt Mariupol hat die russische Armee unterdessen erneut ein Ultimatum gestellt. Die ukrainischen Kämpfer sollten sich bis heute Mittag ergeben. Dann werde auch ein Fluchtkorridor für die Zivilbevölkerung eingerichtet. Von einer Nacht aus der Hölle spricht das ukrainische Fernsehen und zeigt am frühen Morgen Bilder von Explosionen, die aus der Region Luhansk stammen sollen. Auch Mykolajew im Süden des Landes sei erneut beschossen worden. Offizielle Angaben über Verletzte und Tote gab es zunächst nicht. Die Intensität der Angriffe russischer Truppen in Charkiw, im Donbass und in Dnipropetrovsk ist stark gestiegen. Die Situation in Mariupol ist unverändert, sie ist so ernst, wie sie nur sein kann. Die russische Armee blockiert Bemühungen, humanitäre Korridore zu schaffen und unsere Leute zu retten. Für die belagerte Stahlfabrik in der Hafenstadt Mariupol stellte Russland ein neues Ultimatum, für heute 13 Uhr deutscher Zeit. Ein Hilferuf, der aus der Fabrik selbst stammen soll. Das ist unser Appell an die Welt. Dies könnten unsere letzten Tage sein, wenn nicht Stunden. Der Feind ist uns zahlenmäßig 10-1 überlegen. Wir verteidigen die Fabrik Azovstal, wo neben militärischem Personal Zivilisten sind. Wir appellieren an die Anführer der Welt, uns zu helfen. Holen Sie uns heraus und bringen Sie uns auf das Territorium eines Drittstaats. Der ukrainische Generalstab berichtet von russischen Versuchen, mehrere Städte im Gebiet Luhansk zu stürmen. Diese seien erfolglos geblieben. Und in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist unser Reporter Jo Angerer. Was gibt es Neues zur dramatischen Lage in Mariupol? Auch wir hören, dass das Stahlwerk nach wie vor heftig umkämpft ist. Die russische Seite hat ja eine Feuerpause angeboten, einen humanitären Korridor, um da möglicherweise Zivilisten zu evakuieren. Und wir hören natürlich auch den flammenden Appell des Kommandeurs der Marineinfanteristen, die noch in Mariupol sind. Er bittet um eine internationale Unterstützung, Evakuierung seiner Leute. 10-1 sei der Feind überlegen, sie hätten keine Chance mehr. Also heftige Kämpfe nach wie vor um Mariupol. Danke, Jo Angerer nach Kiew. Bundeskanzler Scholz steht nach seiner jüngsten Erklärung zu Waffenlieferungen an die Ukraine in der Ampelkoalition weiter unter Druck. Gestern hatte Scholz angekündigt, die Bundesregierung werde die Ukraine gemeinsam mit westlichen Partnern unterstützen. Eine direkte Hilfe mit schweren Waffen hatte er aber nicht zugesagt. Grünen-Politiker Hofreiter kritisierte dies im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Wir wissen, was die Ukraine haben will. Und ich finde es ehrlich gesagt da etwas paternalistisch, dem ukrainischen Militär, das seit vielen Wochen einen heldenhaften Widerstand leistet, zu sagen, ihr könnt damit nicht umgehen. Und sie sagen, sie wünschen Artillerie, sie wünschen Panzer. Und wo wir die liefern können, sollten wir die liefern. Sie wünschen auch gepanzerte Transporter. All das ist möglich. All das ist zum Teil auch bei der Rüstungsindustrie möglich. Und deshalb muss das jetzt schnell passieren. Bleiben noch die Wetteraussichten. Heute verbreitet sonnig oder leicht bewölkt, im Nordosten und Osten stark bewölkt bis bedeckt, am ehesten in Richtung Lausitz ein wenig Regen, bei 9 bis 19 Grad. Und die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr. Hier geht's jetzt weiter mit Live nach 9 mit Isabel Varell und Tim Schreder. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.